In einer Familie, da muss man Opfer bringen. Ich werde nicht mehr an dich denken. Und ich werde dich auch nie wieder küssen. Deine Familie ist dein Zuhause. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. In diesem Gremium ist es wie in einer Familie. Jeder muss auch mal ein persönliches Anliegen opfern, wenn es dem Gemeinwohl dient. Schön, dich zu sehen. Es ist lange her. Deine Mutter reagiert sehr empfindlich, was Lügen anbetrifft. Es erinnert sie an ihre Mutter. Clarissa? Wenn nach vielen Jahren jemand überraschend, unerwartet, jedoch nie vergessen, aus dem Schatten der Vergangenheit hervortritt, was geschieht mit uns, unserem Denken, unserer Wahrnehmung? Opa? Opa, alles klar? Opa! Papa! Papa, komm schnell, Opa, geht's nicht gut! Gute Rede. So viel Familiensinn hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich bin ja nicht in Königsbrunn geblieben, um ständig Grabenkämpfe auszufechten. Bei den Gremiumssitzungen geht es um den Erhalt der Firma und nicht um persönliche Eitelkeiten. Stimmt, die können wir noch in aller Ruhe pflegen, wenn wir unsere Projekte durchgeboxt haben. Gratuliere. Danke. Und danke für deine Stimme. Sieh zu, dass Theresa ihren Klapp als Erste durchs Ziel bringt. Dann kannst du dich beim nächsten Mal bei mir revanchieren. Justus? Hm? Bringen Sie mir noch bitte meinen Mantel. Sehr wohl, Graf Lahnstein. Papas Liebling hat mal wieder geglänzt vor der Familie. Ja, dein Bruder sollte Politiker werden oder Priester. Mit seiner derzeitigen Aufgabe scheint er total unterfordert. Jeder muss auch mal ein persönliches Anliegen opfern, wenn es dem Allgemeinwohl dient. Hat Hagen schön gesagt. Um ehrlich zu sein, ich war erleichtert über deine Entscheidung. Wenn du Nico die Wahrheit über deinen Unfall und die Fahrerflucht erzählt hättest... Hätte es kein Familiengremium gegeben und auch keine Firma mehr. Wie fühlst du dich? Ich habe mich entschieden zu schweigen. Für das Gemeinwohl. Dann muss ich jetzt wohl irgendwie damit leben. Und? Wie ist es gelaufen? Naja, anfangs habe ich gedacht, unsere erste Gremiumssitzung ist auch gleichzeitig die letzte. Oh Gott, ihr habt euch gestritten. Ja. Aber dann hat Hagen an den Familiensinn appelliert. Ich glaube, er hat am besten verstanden, worum es geht. Bis später. Ich habe mir schon gedacht, dass es eine Weile dauern wird, bis das Gremium seine Wirkung entfaltet. Gib ihnen Zeit. Sie müssen erst wieder lernen, als Familie an einem Strang zu ziehen. Na ja. Freu dich mal nicht zu früh. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, was dein Problem ist. Vielleicht kannst du die anderen eindullen mit deinem Gutmenschengeschwätz, aber für mich zählt nur eins. Schwarze Zahlen. Die habe ich vor, mit der Rennbahn zu schreiben. Tja, Napoleon hatte auch vor, Russland zu erobern. So,
raus. Ja, ja, bist du dran. Die nächste Runde geht auf dich. Revanche. Los. Ich fand es echt cool, wie du denen die Meinung gesagt hast. Das haben die echt mal gebraucht. Ich meine, klar, Geschäfte sind auch wichtig, aber die müssen doch endlich mal kapieren, dass wir eine Familie sind und deshalb auch zusammenhalten müssen. Hey. Wird man hier auch mal bedient? Mach du. So, ich komm mich jetzt vom Acker. Agen, ich bin wirklich froh, dass du wieder da bist. Du hast mir gefehlt. Übertreib mal nicht. Du bist der Einzige in der Familie, der immer ehrlich ist und keine Spielchen spielt. So unglaublich zuverlässig. Du bist zurückgekommen. Und du bist nicht mehr der Hagen, der damals abgehauen ist. Ich weiß, dass du heute sowas nicht mehr tun würdest. Dafür bist du einfach zu... so straight. Mach's gut. Ja! Kann ja nicht sein. Ganz ehrlich. Hast du dich irgendwie aufgeregt? Einen Moment, darf ich wirklich? Ich hätte... Was dachtest du? Nichts. Nichts. Ich weiß gar nichts. Timo, du warst doch dabei. Ja, aber... erst als es Opa schon schlecht ging. Also einen Herzinfarkt hattest du jedenfalls nicht. Aber Herzrhythmusstörungen, und die sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Du solltest dich schonen und wir behalten die Sache im Auge. Und was bedeutet das jetzt für mich? Das bedeutet für dich, dass ich dich morgen früh noch mal ans EKG anschließen werde. Und du bist sicher, dass nichts Außergewöhnliches passiert ist. Solche Störungen haben manchmal einen ganz konkreten Auslöser. Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Sag mal, Opa, kann es sein, dass du dich so aufgeregt hast, weil ich dich über Oma ausgequetscht habe? Das ist so ein Unsinn. Ich bin schuld. Ich habe Opa ausgefragt über Clarissa. Oh. Ich würde sagen, wir haben eine Erklärung. Dann lassen wir dieses Thema in Zukunft wohl besser ruhen. Hey. Hey. Christian? Ja? Wegen der letzten Tage. Es tut mir leid. Olli, du bist nicht schuld an Philipps Unfall. Ich weiß. Er hat einfach nicht geguckt, als er über die Straße gegangen ist. Und selbst wenn... Du hast ihn gerufen... Schon gut, ich weiß jetzt, dass ich nicht schuld bin. Seit wann? Nico war bei mir und hat sich entschuldigt. Auch sie war total neben der Spur, als sie dir diese Vorwürfe gemacht hat. Das hat sie auch gesagt. Trotzdem danke. Nimmst du meine Entschuldigung an? Du trägst sie nicht mehr? Das mit Olli, das ist... Aber warum? Führen wir denn überhaupt noch eine Ehe? Bier?
Ja. Entschuldigung, ich meinte eine Flasche Bier und drei Prosecco. Sofort. Du bist mit der anderen verheiratet. Was? Wenn du so weiter guckst, dann fallen dir bald die Augen aus. Keine Ahnung, was du meinst. Nee, ist klar. Ich gucke euch beim Spielen zu. Du guckst Dana beim Spielen zu. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Quatsch. Alter, du schmachtest sie an wie ein halb verhungerter Hund, ein Stück Wurst. Hey. Dana will unbedingt mit Kim spielen. Hast du Lust, mit mir zu spielen? Oh, ehrlich gesagt, wollte ich gleich los. Und ein langer Tag morgen. Okay, dann komme ich mit. Bleib ruhig noch, wenn du magst. Willst du mich loswerden? Unsinn. Ich hol schon mal meinen Mantel. Christian Mann, ich liebe dich. Du bist der, auf den ich immer gewartet habe. Mein Traummann. Mein Seelenverwandter. Meine zweite Hälfte. Und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Und deshalb frage ich dich, ob du auch dein Leben mit mir teilst. Oliver Sabel, du hast mir gezeigt, was es heißt, sich zu lieben. Du hast mir gezeigt, wie man über sich hinauswächst und wie man sich was im Leben traut. Du hast mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und deshalb... Ja, ich will auch. Mit dem Psalm, lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes tut. Ihr dürft euch jetzt küssen. Du wirst es nicht glauben, mich hat irgend so ein Typ angefahren und dann wurde ich hier eingeliefert. Darfst du denn schon wieder aufstehen? Naja, dürfen ist ja ein dehnbarer Begriff. Entschuldigung, sollten noch im Bett bleiben. Ups. Ich werde ihn wieder auf sein Zimmer bringen, versprochen. Siehst du, du hast eine extrem schwere OP hinter dir. Du solltest dich wirklich nicht überanstrengen. Na, wie ist eure Gremiumssitzung gelaufen? Dana hat gemeint, es gab Ärger? Am Ende hat alles geklappt. Hey, dann bekommst du das Geld für den Reitstall. Ja. Wow, du sprühst ja geradezu vor Begeisterung über diesen Erfolg. Ich wollte dich damit nicht belasten. Also hast du deinen seelischen Müll über Dana abgekippt? Nein, Dana arbeitet nun mal im Gestüt und da kriegst du natürlich einiges mit. Ja, ich wollte dich nicht kritisieren. Aber du bist nicht mit Dana verheiratet, sondern mit mir. Hey, ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin einfach nur angespannt wegen dem Treffen morgen mit Herrn Huber, dem Präsidenten des Galopperverbandes. Stimmt, der inspiziert ja die Rennbahn. Ja, und entscheidet vor allem darüber, ob wir die Rennlizenz bekommen. Du wirst ihn umhauen. Besser. Und ich glaube, diesmal geht's nicht um Philipp, sondern um Christian. Liebeskummer. Es tut weh. Aber weißt du was? Meiner ist weg. Zum Glück. Ehrlich, Hagen war heute die ganze Zeit da und es war mir egal. Und als er mit Marlene gegangen ist, da war mir das auch egal. Ein Hoch auf die Gleichgültigkeit. In dem Fall schon. Weißt du, früher als Hagen da war, da musste ich mich die ganze Zeit konzentrieren, ihn nicht anzustarren. Und wenn er weg war, da habe ich ihn vermisst. Und von meinem schlechten Gewissen Marlene gegenüber mal ganz abgesehen.
Mann, das war so anstrengend. Du hast dich immer dagegen gewehrt. Ja, und meistens gar nicht mal so erfolgreich. Und heute kann ich mich endlich freuen, dass meine Schwester glücklich ist. Und woher kommt das auf einmal? Mir ist eins klar geworden. Die Familie ist am wichtigsten. Und das werde ich für niemanden opfern. Auch nicht für Hagen. Write a song for her. I'll sing across the bay, hoping she will hear, hoping she will hear. I think she's in her car and just above the motor there. Was machst du denn noch hier? Na, wonach sieht's denn aus? Ich sitze hier und trinke Bier. Naja, für mich sieht das nach was anderem aus. Du bist in sie verknallt. Andi, du nervst. Ich bin glücklich mit Marlene. Das sieht man. Okay, pass auf, ich erzähl dir erstmal eine kleine Geschichte. Ich kannte mal so einen Typen, der war in ein Mädel verknallt. Naja, und dann hat er sich in ihre Schwester verliebt. Danke für die Märchenstunde, ich hab's kapiert. Nein, das glaube ich nicht. Der Typ, von dem ich gerade erzähle, das war ich. Jedenfalls, das Ganze ist auch schon eine Weile her. Ich war halt mal mit Jana zusammen und dann habe ich mich in Nico verliebt und die ganze Situation war für uns alle mies. Das geht halt nie gut, glaub mir das. Wenn das einer weiß, dann ich. Mach jetzt nichts kaputt, was du später bereuen könntest. Lass Dana in Ruhe. Sie ist gerade erst über dich hinweg. Ich weiß. Oh Mann, das ist ja richtig. Ich höre damit auf. Na komm, jetzt lass mich hier raus. Es geht mir wirklich viel besser. Ich weiß überhaupt nicht, was gestern los war. Ja, deine Werte haben sich jedenfalls wieder normalisiert. Also. Ricardo, hast du kurz Zeit, die Rezepte für Frau Fernandes zu unterschreiben? Ja, sicher. Bin gleich wieder da. Ja. Steigers habe ich gefegt. Wow. Ich muss gleich nur noch die Halle abziehen und dann die Ballenpresse vom Hof fahren. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist alles? Also, du schmeißt ja vielleicht täglich Mädchen aus deiner Wohnung danach. Aber ich bin sowas nicht gewohnt. Wir waren nur noch einen Kaffee trinken. Ein Kaffee. Und du meinst, dass das als Wiedergutmachung reicht? Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Bereit für den großen Tag? Ich weiß nicht, ob es schon alle gehört haben, aber unsere Gelder sind von der Familie bewilligt. Das heißt, die REM-Lizenz ist unsere letzte Hürde. Wenn wir die nehmen, steht dem Landstandkampf nichts mehr im Weg. Ich kenne Huber übrigens. Und ich weiß, dass ihm zwei Dinge wichtig sind. Eine gute Repräsentation und eine solide Finanzierung. Habe ich auch schon gehört. Aber wir sind gut aufgestellt. Ein Teil der Familie wird anwesend sein. Und mein Cousin Ansgar überarbeitet bis heute Mittag noch mal den Finanzplan. Ja, also dann gibt noch einiges zu tun. Packen wir es an. Julia? Ja? Kommst du mal bitte? Das gibt's aber nicht. Ich würde sagen, er ist ein recht eigenwilliger Patient. Kann man wohl sagen. Aber seine Werte waren okay, oder? Vielleicht ist ihm einfach langweilig geworden. Das ist so typisch für ihn. Wie kann er einfach abhauen? Er weiß doch, dass wir uns Sorgen machen. Ja, wir müssen uns ja gar keine Sorgen machen. Aber das weiß er ja nicht. Und außerdem mit Herzproblemen ist sowieso nicht zu spaßen.
ruf ihn schon an. Weißt du, er kennt ja nicht mal die Insel. Natürlich. Mailbox. Er ist bestimmt auf dem Weg zur Finca. Aber wenn du möchtest, fahr hin und sieh nach. Eigentlich ist er ja alt genug, oder? Er ist manchmal so unvernünftig. Freut dich doch, dass es ihm wieder besser geht. Das tue ich doch. Aber er hat wirklich absolutes Aufstehverbot. Dr. Voss hat gesagt, dass es zu postoperativen Blutungen im Gehirn kommen kann. Ich könnte echt nicht im Krankenhaus arbeiten, ständig mit dem Tod konfrontiert zu werden. Nico! Was machen Sie da? Bettzeug wechseln. Wo ist Philipp? Wo ist mein Mann? Was ist mit ihm? Weiß ich nicht. Tut mir leid. Hey. Entschuldigung. Wissen Sie, bei ist es was passiert? Bevor du wieder mit mir schimpfst, die Ärzte haben mir heute erlaubt, aufzustehen. Philipp! Was ist denn los? Dein Zimmer war leer und dann hat jemand am Flur vorbeigefahren, der war... Nicola, alles ist gut. So schnell wirst du mich nicht los. Das verspreche ich dir. Brauchst du Hilfe? Geht schon, danke. Wie konntest du deine Familie eigentlich gestern überzeugen bei der Gremiumssitzung? Ach. Kannst du mir mal den Haken reichen? Ja. Ich muss mich umziehen, habe ich ganz vergessen. Kommst du alleine klar? Ja, klar. Ach, und beim Empfang gleich, ich möchte, dass du das Büro aufräumst. Also ihr, Christian, okay? Alle beide. Ja, aber dann können wir ja gar nicht dabei sein. Ja, genau. Lässt sich nicht vermeiden. Bis später. Ich habe wirklich gedacht, du... Es geht mir gut, okay? Ich werde noch eine richtige Heulsoße. Nicola, wenn mir durch den Unfall eins klar geworden ist, es kann immer etwas passieren. Jedem von uns. Ja, ich weiß. Ich habe fest vor, mit dir alt und faltig zu werden. Aber ich will, dass du mir was versprichst. Was denn? Wenn ich vor dir gehe. Irgendwann mal. Versprich mir, dass du dann wieder glücklich wirst. Das kann ich nicht. Versprich es mir, Nicola. Ich verspreche es. Siehst du den großen Wagen? An der Decke? Am Himmel. Am Himmel über dem Himalaya.
Hier oben ist man den Sternen so nah wie sonst nirgends auf der Welt. Ja, jetzt kann ich ihn auch sehen. Ali und Misa und Bennett Nash. Wie hell sie leuchten. Was war denn das gerade für eine Aktion? Vielleicht war er nervös. Wegen dem Termin. Ach, komm schon, Dana. Ist da nach dem Kuss noch irgendwas zwischen euch gelaufen? Lasst euch durch mich nicht stören. Ich suche nur Ada. Wo waren wir stehen geblieben? Bei was ist da zwischen euch gelaufen? Ja, genau, zwischen euch, zwischen Hang und dir. Nee, zwischen euch, zwischen Theresa und dir. Da war nix. Da war nix. Nein, da war nix. Bei mir war nix. Ja dann. Die Beinpresse habe ich ganz vergessen. Schön, dass du auf deinen Vater gehört hast. Für Haken mache ich das doch gern. Irgendwann mal wirst du auch auf seine Hilfe angewiesen sein. Ach, Sebastian, das Gremium funktioniert doch nur, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen. Das sehe ich aus. Marlene, du siehst bezaubernd aus. Vielen Dank. Ja, wir sollten los, oder? Ja. Huber dürfte Verspätungen nicht sonderlich schätzen. Sollen überkorrekter sein, wie man hört. Habt ihr denn noch das Gestüt auf Hochglanz poliert? Keine Sorge. Was ist mit Ansgar? Kommt er direkt vom Büro aus? Ich habe ihn seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er denkt dran, den überarbeiteten Finanzplan rechtzeitig zur Begehung mitzubringen. Hast du dein Hörgerät nicht eingeschaltet oder ist die Batterie leer, dein Telefon klingelt? Aha, ist mir durchaus bewusst. Willst du nicht drangehen? Also, ich kann dir auch gerne erklären, wie das Gerät funktioniert. Mein Gott, Tanja, willst du irgendwas Bestimmtes? Ich wollte mir mal dein Büro angucken. Tja, bisschen klein, aber ich denke, für dich wird's reichen. Ja. Sonst noch irgendwas? Soweit ich weiß, hast du einen Termin mit Hagen und dem Präsidenten des Galoppverbandes. Also, ich kann natürlich verstehen, wenn du den vergessen willst. Ja, Gott, Tanja. Du würdest ja eine richtig gute Sekretärin abgeben. Schon mal über eine ordentliche Berufsausbildung nachgedacht? Fast wärst du Hagen losgeworden. Ah, und da zaubert er in letzter Sekunde diese rührselige Familienansprache aus dem Ärmel. Also, ich kann verstehen, dass du sauer bist. Tja, weißt du, Tanja, manchmal muss man die Dinge eben einfach laufen lassen, dann klären sich manche Probleme ganz von selbst. Du hast den Termin gar nicht vergessen. Seit wann interessierst du dich eigentlich für diese komische Rennbahngeschichte? Ich kann nicht glauben, dass du Hagen absichtlich ins offene Messer rennen lässt. Das Gremium hat dich gestern damit beauftragt, ihn mit seinem Finanzplan zu unterstützen. Das Gremium? Trifft die Entscheidung. Aber bitte, wenn du es dir direkt mit allen verscherzen willst, mir soll's recht sein. Ich verlange doch gar nicht von dir, dass du meine Taktik verstehst. Ja, dann ist ja gut. Sag mal, würdest du dir was ausmachen, die Tür zuzumachen und zwar von außen? Ich habe was Wichtiges zu tun. Thank you.
Ja, und hier ist unsere Reithalle. 40 mal 60 Meter, neue Oberlichter, Sprenkleranlage. Sehr schön, sehr schön. Das sieht doch alles sehr gut aus. In die Rennbahn muss allerdings noch eine Menge Geld gesteckt werden, bevor dort wieder Galopprennen stattfinden können. Vor allem in die Tribüne. Ja, wie gesagt, ein moderner Ausbau ist bereits in Planung. Und auch finanzierbar? Natürlich. Ich frage nur, weil Lahnstein Enterprises erst kürzlich in den Schlagzeilen war. Oh, entschuldigen Sie, mein Sohn ist gerade gekommen. Ich bin sofort wieder da. Ich bitte Sie, Herr Huber, Sie wissen doch, wie die Presse ist. Und? Ich habe Ansgar immer noch nicht erreicht. Wo bleibt er denn? Er weiß doch, dass wir den Finanzplan brauchen. Ist offen. Yay. Was macht ihr denn hier? Wir wollten doch mal hören, wie es gelaufen ist. Es läuft immer noch. Ach so. Dann sind wir mit der hier wohl ein bisschen zu früh dran, was? Ja, leider. Oh, ihr kommt ja auch nicht zur Ruhe, was? Erst ist die Firma gerettet und jetzt müsst ihr wieder um eure Jobs zittern. Also wenn man gut ist, findet man immer was Neues. Ja, wenn. Wie Sie wissen, lege ich großen Wert auf die Seriosität der Rennbetriebe. Gerade was den finanziellen Aspekt betrifft. Herr Huber, was halten Sie denn davon, wenn wir mal eine kleine Pause machen? Vielleicht bei einem Glas Champagner? Aber sehr gern. Und Sie zeigen mir dann die Zahlen, Graf Lahnstein? Selbstverständlich. Ja, aber natürlich nicht, bevor Sie Dionysos gesehen haben. Er ist wirklich unser ganzer Stolz. Aber die Zahlen? Ja, aber Herr Huber, Sie wollen mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass Ihnen Zahlen wichtiger sind als Pferde. Da müsste ich mich aber wirklich in Ihnen getäuscht haben. Planänderung. Theresa, Sie führen Dionysos jetzt schon vor. Jetzt sofort? Sofort. Hier. Kommt, Leute. Beeilung. Du wirst sie umhauen. Ja, dass dir mein Outfit gefällt, habe ich mir schon gedacht. Wieso? Immerhin sehe ich damit fast aus wie ein Mann. Was war das denn? Was? Mit mir wollte er auch nicht drüber reden. Ach, das heißt, da gibt's was zu erzählen? Oh, ja. Dana, dass du ein kleines Waschweib bist, das war mir klar. Aber du, Fritsche? Zu viele Therapiesitzungen? Sagen Sie. Er ist nicht wiederzuerkennen. Ja, oder? Wir sind auch alle sehr stolz auf ihn. Warten wir erst einmal ab, wie er seine ersten Rennen läuft. Das letzte Mal ist ja schon eine ganze Weile her. Na, er wird natürlich gewinnen. Wissen Sie, meine Schwester hat Dionysos entdeckt und hat meinen Mann davon überzeugt, dass es sich lohnt, für ihn zu kämpfen. Und ich finde, die harte Arbeit hat sich wirklich bezahlt gemacht. Ich hoffe, dass Ihr Mann Sie darüber nicht vergisst. Ja, dafür sorge ich schon. Das macht sie wirklich gut. Ja, das kann sie. Trotzdem, wenn Ansgar nicht bald kommt. Na, redet über mich? Wo warst du? Ich wurde aufgehalten. Ist das der Galopphaini da drüben? Ich stelle mich mal vor. Herr Huber, nehme ich an? In der Tat. Und mit wem habe ich die Ehre? Ansgar von Lahnstein. Ich bin Geschäftsführer der Lahnstein Bank und als solcher verantwortlich für die Finanzierung dieses Rennstalls. Wenn es Ihre Zeit erlaubt, würde ich Ihnen ganz gern mal unser Finanzierungskonzept vorstellen. Schön, dass du es noch geschafft hast, Ansgar. Ja, nicht wahr? Graf Lahnstein, wissen Sie eigentlich, was für ein Glückspilz Sie sind? Ihre Frau Gemahlin ist nicht nur bildschön, sie ist auch in höchstem Maße charmant. Vielen Dank. Halten Sie sie gut fest.
Das werde ich, Herr Huber. Das werde ich. So. Danke. Gib dir keine Mühe. Ich weiß, es ist gut gemeint. Olli, ich kenne dich, seit du so klein bist. Ich war vorhin mit Nico im Krankenhaus. Philipp besuchen. Geht es ihm wieder schlechter? Ich dachte, sein Zustand wäre stabil. Nein, nein, da ist alles okay, aber sein Zimmer war leer und dann haben sie noch eine Leiche über den Flur geschoben. Ach, die arme Nico. Das muss ja ein Schock gewesen sein. Mhm. Und zum Glück warst du dabei. Und jetzt mal zurück zu dir. Was hat das mit deinem Ehering zu tun? Gar nicht. Die Sache im Krankenhaus, die hat mich nur sehr mitgenommen. Olli, so klein. Christian trägt seinen nicht mehr. Ja, Olli, er ist so oft auf dich zugegangen und du hast ihn jedes Mal weggestoßen. Ich weiß. Charlie, ich war noch nicht so weit. Ja, aber du kannst nicht erwarten, dass Christian dir ewig hinterherläuft. Du musst dich entscheiden. Irgendwann sucht er sich eine andere. Musst du die Bohnen erst noch rösten oder wo bleibt der Kaffee, den du mir versprochen hast? Ja, was sollst du da machen? Einen anderen meine ich natürlich. Du meinst, ich soll noch mal mit ihm reden? Ja, wenn dir deine Ehe noch was bedeutet. Schau mal, ihr hattet so viele Missverständnisse. Reden hilft immer. Warum dauert das denn so lange? Das ist kein gutes Zeichen. Wir haben sie. Wir haben sie? Wir haben sie! Auf deine Rennlizenz. Und auf Marlene, die Huber um den Finger gewickelt hat. Ja, wie gut, dass dein Appell an den Gemeinschaftssinn doch noch gefruchtet hat. So sind wenigstens alle schuld, wenn das Geld im Bach runtergeht. Auf dich, Ansgar. Es ist ja schon ein Toastwert, dass Ansgar überhaupt noch aufgetaucht ist. Nichts für ungut, also dann trinke ich lieber ein zweites Mal auf Marlene. Und dann ist Ansgar von Lahnstein endlich gekommen. Hagens Frau und der Finanzplan, das war zu viel für Huber. Der musste einfach Ja sagen. Also, die Töchter sind wirklich beide unglaublich. Ja? Ich habe drei davon. Sag mal, wo war denn eigentlich Dana? Ich habe Dana und Christian gebeten, das Büro auf Vordermann zu bringen. Nein, hast du wirklich geglaubt, der Verbandspräsident will sich auch noch die Büros ansehen? Wer weiß, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Aber ich sollte mich da jetzt mal blicken lassen und meinen Angestellten anstoßen. Ja, tu das. Das war ja auch schließlich ihr Erfolg. Hey, und ich gehe einfach schon mal vor. Du warst toll. Danke. Erfolgreicher Chef des Lahnstein-Rennstalls. Vielen Dank. Oh. Ich fühle mich zutiefst geehrt. So, Prost. 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 Ja, Prost. Hey. Oh. Prost. Zum Glück macht Champagner keine Flecken. Und wenn es so wäre, das wäre mir die Rennlizenz wert. Na, da funkt's aber heftig zwischen den beiden. Ja, offensichtlich. Es stimmt übrigens nicht, dass ich dich nur in deinem Rennoutfit sexy finde. Ja, aber es gefällt dir schon, ja? Naja. Und wenn es so wäre? Fetisch hab. Wo sind Theresa und Christian hin? Offenbar weg. So wie ich jetzt auch. Tschüss. Ja, ich bin auch weg.
Hat doch jemand Lust auf ein Bier im No Limits? Heute nicht mehr. Nee, danke. Hat er die Rennlizenz? Ja. Ist das nicht großartig? Ja, wenn man ein braves Frauchen ist und sich über die Erfolge des Ehemanns freut. So ist das eben, wenn man jemanden liebt. Aber woher sollst du das schon wissen, nicht wahr? Komm, ich helfe dir. Ist nicht nötig. So. Tut mir leid, dass ich vorhin so komisch war. Wieso komisch? Kenne ich gar nicht anders. Ist schon gut, ich weiß ja, dass du einen Kopf voll hattest. Es waren deine Worte. Was du mir gesagt hast, wie wichtig Familie ist und dass man dafür auch mal was opfern muss. Das hat meine Familie bei der Gremiumssitzung überzeugt. Da bin ich ja froh, dass ich dir helfen konnte. Und überhaupt, dass das jetzt so klar ist zwischen uns. Also ich meine, das war es ja vorher auch, aber jetzt weiß ich, dass ich das wirklich schaffen kann. Aber ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich kann nichts. Ich hab mich nicht verliebt. Wir können uns nicht aussuchen, wen wir lieben. Es ist dein Herz, das die Entscheidung trifft. Wie unwahrscheinlich das hier auch ist, vertrau, es ist die Wahrheit. Hallo, Arno.